So, dann wollen wir mal. Und ich habe eine super Idee, was wir jetzt machen können. Und zwar wollte ich ja hier die Edelstein-Geschichte wieder aufbauen. Und da werde ich jetzt MK2 pinke Module reinballern. Und zwar kann ich das einfach so hinstellen. Ah, ich kann das nur auf den Boden setzen, wenn da auch Edelsteine sind. Schade. Also da sollen so viele große pinke Module rein wie möglich, damit das richtig schön viel Smog produziert und alles an Beißern anzieht, was hier irgendwo in der Nähe ist. Um zum Beispiel... Ja, obwohl, dann würden wir die Basis auch anlocken. Der Hintergedanke war eigentlich, dass dann alle Viecher hierher kommen und wir hier einfach richtig viele Türme hinbauen, dass alles weggeschossen wird, egal was es ist. Und dadurch bekommen wir ja nochmal mehr Edelsteine, weil die Viecher sterben. Das könnte ich trotzdem machen. Ich könnte hier so viel Smog produzieren, dass die Basis da angeditscht wird mit Smog. Und dann kommen die Viecher aus der Basis immer wieder dahin und greifen an. Haken dabei ist allerdings, dass die dann auch mutieren und stärker werden. Muss ich mal gucken. So oder so werde ich mir die lila Module mal schnappen. Die müssten hier eh noch in irgendeiner Kiste rumliegen. Ja, ich müsste eh alles in irgendwelchen Kisten rumliegen. Da, gib mir mal 16 Speed-Module 2. Ist okay. Was brauchen wir noch? Wir brauchen mehr Mauern für da oben. Wir brauchen Stahlkisten, haben wir. Wir brauchen Strom. Wir brauchen die großen Strommasten. Also kleine. Oh Gott. Da, sowas. Genau, das nehme ich auch mal mit. Viel zu viel Zeug. Oh, rote Fließbänder. Und Resin. Gib mir mal das ganze Resin. Das schmeiße ich mal in die Weiterverarbeitungsanlage hier hinten. Damit wir Baumsamen bekommen, damit ich um die Diamantgeschichte rum, also Edelsteingeschichte rum, oben Bäume bauen kann, wenn ich doch nicht die Gegner anlocken will. Bin mir noch recht unsicher. Genau, Mauern. Hier, gib mir Steine. Mach Mauern. Zick, Shift-Links-Klick, sehr gut. Steine sind wieder aus. Das ist doof. Mehr Steine. Und sobald die Edelsteingeschichte oben auch läuft, können wir hier unten mal die ganzen Edelsteinmaschinen bauen. Die da. Was fehlt da jetzt? Stahl. Okay. Da, Stahl. Oh, sehr schön. Ja, jetzt wo durchgehend Eisen da ist, haben wir auch recht schnell Stahl. Vor allem ist hier auch ein richtig großer Puffer drin. Sauber, sauber, sauber. Warte mal, ich glaube, ich mach dich jetzt echt mal so. So. Weil wir brauchen momentan nicht die Geschwindigkeit. Wir haben ja gesehen, das sammelt sich so recht schnell. Das könnten wir auch... Grünchips, weiß ich nicht. Ich teste mal ganz kurz. Dadurch jagt unsere Pollution in die Höhe, das ist schon mal klar. Es hält sich. Es hält sich. Und wir sparen eine Menge Ressourcen. Also, ja, 50% Ressourcen. Das ist ordentlich, okay. Das Ganze können wir jetzt... Wo wird noch sehr viel, also sehr, sehr viel verbraucht an Ressourcen? Draht. Ja, also ja, wir verbrauchen sehr viel Kupfer, um Draht herzustellen für Chips und so weiter. Wir haben so viel Kupfer. Aber trotzdem kriege ich mal welche, was soll's. Weil ich weiß ja nicht, wie lange unsere Kupfervorräte noch halten, ne? Die riesen Kupferkiste da oben kann auch irgendwann alle sein. Also gib mir noch mehr davon. Klein können weg. Wir brauchen keinen kleinen Scheiß mehr. Was wir allerdings brauchen sind... Nimm die da. Und die da. Und ich brauche Kupferplatten, wo wir gerade beim Thema sind. Da, gib mir. Das reicht schon. Genau, die brauchen wir. Und sonst brauchen wir nicht viel. Die Mauern sind fertig, auch wenn es nicht viele sind. Es sind 117. Aber die ganze Anlage ist ja nicht sehr groß. Das sind einfach nur zwei Mining Drills, tierisch viele Lasertürme.
Wobei ich da auch einfach noch mehr bauen könnte. Nimm mal die Steine. Bau mehr Lasertürme. Schmeiß die restlichen Steine hier rein. Bis auf ein Stack für den Privatgebrauch. So. Neue Ziegel. Neue Ziegel. Und bau ganz viele Mauern. So. Und ich denke, ich werde jetzt einfach mal hochgehen und versuchen, ja, die Verbindung wieder hinzubauen. Ich denke, das wird eh nicht so schlimm sein, wie ich es gewohnt bin. Denn wir haben die ganzen Basen ja dazwischen zerstört. Als letztes Mal das Ding stand, waren da ja noch überall Basen in der Nähe. Und da war es quasi abzusehen, dass... Ah, schön viel Stein. War es quasi abzusehen, dass das früher oder später platt gemacht wird. Aber das Gestein sollte ich echt mal abbauen die Tage. Es wäre dezent einfacher, als irgendwelche Anlagen mit Wasserherstellungen zu machen, nur um an die Ressourcen ranzukommen. Und die stehen hier noch fast alle. Sind die auch verbunden? Ja, ich sehe da ein Kabel. Ein recht dünnes Kabel. Kaum zu erkennendes Kabel. Aber ein Kabel. Okay, hier hört's auf. Da. Die Kabellage, da könnten sie ruhig ein bisschen dichter machen, dicker machen. Wo will ich überhaupt hin? Oh, ich bin schon dran vorbei. Was? Oh nein, 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 nein. Ah, es ist ja fies. Meine Drills haben das alles abgebaut gehabt. Fast alles. Und das wurde dann zerstört. Ich dachte, hier wäre noch richtig viel über und so. Garstig, garstig, garstig. Okay, wir haben Radar, MK2 ist gut. Solarzellen. Primary, Secondary. Maximum Power Output 90 Kilowatt. Oh ja. Sind die auch so groß? Wahrscheinlich. Nö, das will ich nicht. Ich will... Die Highspeed... Oh, 750. Nee, komm. Wenn der Zug jetzt noch nicht mal voll ist, dann brauche ich auch keinen Highspeed-Zug. Ich hätte gern blaue Fließbänder. Zack. Research. So, und hier setzen wir jetzt das ein. Das sieht so mau aus. Warum ist da so viel Zeug drin? Achso, Expected Resources, okay. Oh, und ich kann da gar keine Module reinlegen. Das ist natürlich auch komisch. Können also die Geschwindigkeit auch nicht erhöhen. Ich könnte aber eventuell T. Es gab ein Gebäude, das ich im Vanilla nicht gebaut habe. Das sorgt dafür, dass man da Module reintut und alle umliegenden Gebäude, das da, alle umliegenden Gebäude kriegen dann die Boni, die in dem Basic Beacon drin sind. Und da Basic Beacon drin steht, gibt es eventuell auch bessere? Nee, gibt's nicht. Ja... Das klingt sehr gut und kostet fast gar nichts. Das verforsche ich dann hoffentlich als nächstes, wenn ich dran denke. Dann könnten wir so einen Teil einfach neben die Dinger stellen, die keine Module bekommen können, wie das hier zum Beispiel. So, und hier wird es knallrot. Das ist okay. Die Smog-Arme verbinden sich hier gleich. Aber es wird nicht bis da oben hinkommen. Außerdem ist es eh gleich alles alle hier. Und ich nehme jetzt alles mit. Ich will nichts verlieren. Das ist hauptsächlich useless Zeug. Ja, gut. Also wir machen das jetzt leer. Das da waren keine Edelsteine. Das war, glaube ich, auch wieder doofes Zeug da. Wobei, das Limestone ist immer in größeren Anhäufungen. Ja, gucken wir kurz hin. Wo wäre sonst was? Hier. Das sieht hell genug aus für Edelsteine. Direkt neben der Basis. Und das da sieht sehr verdächtig aus. Aber wenn ich da jetzt ein Mining-Ding hinbaue, dann kriegen wir alle Basen. Das ist, glaube ich, ja, nicht so schön. Da, das da. Das da sieht richtig gut aus. Also ja, wir werden durch den Smog wahrscheinlich auch die Viecher hier anlocken. Waren die schon vorher da? Ist mir das nicht aufgefallen? Was ist hier direkt vor der Haustür quasi? Okay, da gehen wir als nächstes hin. Bist du alle? Ja, komm, alles her.
Alles weg. 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 Ich brauche eine neue Picke. Oh, ich habe kein Eisen dabei. Ja gut, dann laufe ich nochmal ganz kurz dahin, um zu gucken, was das da ist. Sein Mini-Limestone-Feld. Ja, okay. Dann zurück zur Basis. Tippidi-tippidi-tap. Tap-tap-tap-tap-tap. Und dann da unten hin. Weil das sah wie ein richtig, richtig großes Vorkommen aus. Da. Wir bräuchten allerdings Strom bis da hinten hin. Das ist okay. Wir haben ja hier noch unsere alte Eisenmine. Na, nehme ich mal mit. Dann bappen wir hier einen von den großen hin. So. Da. Sollte ein bisschen runtergehen. Vor allem, wenn das Ding... Ups, einen zu weit rechts. Wenn das denn hier demnächst alle ist, oder irgendwann dann alle ist, dann können wir auch gleich hier runtergehen. Also die Basis wandern lassen. Ah, ist richtig cool. Also ich finde es sehr komisch, dass ich es übersehen habe. Oh, okay. Also. Muster. Ich hätte vor Eisenplatten holen sollen. Gib mir. Ich komme hier nicht durch. Ja, taktischer Rückzug. Wegen Eisenmangel. Lass mich raus. So. Kurz zur Basis zurück. Eisen einsacken. Und die Forschung ist fertig. Genau. Dann kann ich jetzt ja das da machen. Research. Schneller laufen. So. Lass mich rein. Sogar das Abbauen dauert länger. Ja. Und durch. So. Gib mir Eisen. Gleich zur Quelle. Mal gucken, wie voll die Kiste inzwischen ist. Das ist ein Anfang. So, ich hätte gerne eine Stahlaxt. Dankeschön. Macht das Ganze doch gleich viel angenehmer. Lauf. Oh, nee. Nicht fünffach Geschwindigkeitszeit verschwenden. Erst anmachen, wenn wir draußen sind. So, fünffach. Nimm. Autosave. So. Hier haben wir unsere Stromversorgung weg. Du musst weg. So, das reicht eigentlich schon. Ah ne, da oben ist auch noch. Ja, ein schönes 3x3-Feld. Du noch weg. Rubber Resin. Ja, nicht so wirklich wichtig. Und ich habe noch genug Ressourcen dafür dabei. Sehr gut. Weg. Oh, 14 Türme schießen. Beim Kupfer. Laserturm wird beschädigt. Aber nichts zerstört. Wow, guck mal da oben. Ganz viele rote Punkte. Da komme ich aber zeitlich nicht mehr hin. 4 Mauern werden beschädigt. Das ist okay. Aber diesen... Wir sind hier an der Küste lange gekommen, durch den kleinen Spalter. Okay, wir sollten also doch hier dicht machen bei Zeiten, aber das ging nochmal gut. Aber eher glücksbedingt. So. Also einmal. Von wo werden sie wahrscheinlich kommen? Osten und Süden. Das heißt, hier muss alles weg. Ich hätte einen Roboport mitnehmen sollen, fällt mir auf. So, du. Wo sind die Lasertürme? Wir haben zu viele Lasertürme. Da bauen wir eine Wand aus Lasertürmen hier. Das ist nicht übertrieben, denke ich. Ja, vielleicht ein bisschen. Na komm. Habe ich erwähnt, dass ich Bäume nicht mag im Spiel? So. Kriegen auch gleich noch eine Mauer. Tu noch weg. So, aber jetzt sollte ich eigentlich schon mal anfangen können, die Sache abzubauen. Wenn ein Trupp kommt, werden erstmal ganz viele Türme schießen. Und ich bin ja auch noch da, um die Beißer irgendwie abzulenken. Das sollte schon irgendwie hinhauen.